Gestern ist es bereits 5 Jahre her gewesen. Der psychisch erkrankte ehemalige Nationalspieler und Hannover 96-Torwart Robert Enke wählte den Freitod. Zu diesem Anlass veranstalteten die Robert-Enke-Stiftung und das Landesmuseum Hannover vom 7. bis zum 11. November eine Aufklärungs- und Gedenkausstellung. Wir waren dort. 10. November 2014. Ein mehr als emotionaler Tag für alle Hannoveraner und besonders für die Fans von Hannover 96. Das Datum, an dem sich der Todestag von Robert Enke zum 5. Mai jährt. Anlässlich dazu zeigt das Niedersächsische Landesmuseum in Zusammenarbeit mit der Robert-Enke-Stiftung die Ausstellung Grenzen erleben. Sie soll nicht nur an den beliebten Torhüter erinnern, sondern auch Aufklärung zum Thema Depression leisten. Die Besucher bekommen hier einen Überblick über das sportliche Wirken von Robert Enke zu sehen. Es ist ein chronologischer Aufbau, man sieht die Stationen in die Fußballnationalmannschaft, das Engagement bei Hannover 96, aber auch Stationen wie Teneriffa, wie Lissabon, aber auch seine sportlichen Anfänge bei Carl Zeiss Jena werden hier gezeigt. Man sieht seine Glanztaten im wahrsten Sinne des Wortes auch nochmal inszeniert. Der Besucher bekommt auch einen Eindruck, wie groß ein Fußballtor ist, denn wir haben ein Original-Fußballtor von Hannover 96 hier im Museum zu stehen, sodass man also auch einen Eindruck davon bekommt, was es bedeutet, den Kasten sauber zu halten. Den Kasten sauber zu halten. Das war Robert Enkes Talent. Von Borussia Mönchengladbach über Benfica Lissabon und dem FC Barcelona führte sein Weg 2004 nach Hannover. Hier feierte er seine größten persönlichen Erfolge. Aber nicht nur sein fußballerisches Talent ließ ihn zum Liebling werden. Besonders seine herzliche und natürliche Art wurde von den Fans geschätzt. Ja, Herr Enke war natürlich ein Vorbild im Sport mit Respekt und dass man eben auch, wenn man im Profisport aktiv ist und da seine Leistung abliefern muss, dass man trotzdem nicht zum Egoisten wird oder zum ich muss besser sein als alle anderen. Er war immer zurückhaltend, hat sich nie in den Vordergrund gespielt und er war immer für andere da. Auch 5 Jahre nach dem tragischen Vorfall sind seine Anhänger noch sichtlich berührt. Ein bisschen schwer darüber zu sprechen, es kam die Erinnerung wieder hoch. Ich habe ja auch hier die Trauer 1, die ich jedes Jahr an seinem Todestag ummache. Ich habe das immer noch nicht überwunden. Also ich habe nur gedacht, ich kann es mir jetzt ruhiger angucken, aber man muss doch schon mit den Tränen kämpfen. Das hat mich schon sehr berührt, weil ich eigentlich immer dachte, ja, durch seine Frau und sein Kind, dass er jetzt so einen Weg wählt, dann muss es ihm auch wirklich schon echt schlecht gegangen sein, dass er jetzt die beiden verlassen hat, sozusagen keinen anderen Ausweg mehr gefunden hat. Genau aus diesem Grund hat es sich die Robert-Enke-Stiftung zur Aufgabe gemacht, Prävention zu leisten. Ja, es war natürlich auch ein besonderes Anliegen der Robert-Enke-Stiftung, im Leistungssport, im Profifußball etwas zu verändern. Ich denke, dass es da zu Beginn ein bisschen schwieriger war, weil wir natürlich auch die Mechanismen im Profifußball kennen. Im weiteren Verlauf hat sicherlich auch die Robert-Enke-Stiftung, allen voran Theresa Enke, dafür gesorgt, dass die Krankheit den erforderlichen Platz in unserer Gesellschaft erhalten hat und mittlerweile die Betroffenen Mut haben, über ihre Krankheit zu sprechen, aber auch die Nicht-Betroffenen dahingehend aufgeklärt werden, was es bedeutet, depressiv zu sein.